Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Antrag wollen wir drei Ziele erreichen. Drei auf einmal. Zum einen sollen mögliche Probleme bei der Lebensmittelsicherheit der Kita- und Schulverpflegung erstens untersucht werden, denn sie müssen bekannt sein, damit sie behoben werden können. Überdurchschnittlich hohe Verstoßraten dürfen auf Dauer nicht ignoriert werden. Zum Zweiten haben Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht darauf, darüber informiert zu werden, wie es um die hygienische Qualität der Schul- und Kita-Versorgung bestellt ist. Diese Informationen sollen zukünftig leichter und vor allem verständlicher aufbereitet werden. Und nicht zuletzt, der Landtag hat die Landesregierung im Jahr 2008 in einer Entschließung aufgefordert, in Abstimmung mit den Kommunen ein langfristig, und ich zitiere, ein langfristig tragfähiges, ganzheitliches Konzept zur gesunden Ernährung in Kindertagesstätten, Grundschulen und Grundschulklassen zu entwickeln. Diesem Auftrag sollte die Landesregierung seit sage und schreibe 4,5 Jahren nachkommen. Passiert ist laut eigenen Aussagen nichts. Und ich will Ihnen auch nicht vorenthalten, warum wir diesen Antrag gestellt haben. Alles begann mit einer kleinen Anfrage, mit der wir herausfinden wollten, ob in Mecklenburg-Vorpommern Konsequenzen aus der Massenerkrankung von über 11.000 Personen im Oktober 2011 gezogen wurden. Für die Massenerkrankung waren damals kontaminierte Erdbeeren eines Essensversorgers schuld. Mecklenburg-Vorpommern war zwar nicht betroffen, es hätte aber genauso gut auch in Mecklenburg-Vorpommern passieren können. Mit der Antwort auf unsere kleine Anfrage stellte sich nun heraus, dass es im Bereich der Schul- und Kita-Verpflegung in den letzten Jahren zu enormen Verstoßzahlen gekommen ist. Verstoßzahlen. Im Jahr 2010 gab es bei 2510 Kontrollen von 4107 Mängel. Im Jahr 2011 waren es 2958 Beanstandete von 4303 Kontrollen. Was aber viel gravierender ist als diese Verstoßzahlen, das ist, dass die Landesregierung nach eigenen Angaben die Art der Verstöße überhaupt gar nicht kennt. Dass sie nämlich nicht weiß, wie oft mikrobiologische Verunreinigungen, Hygieneverstöße oder Mängel in der Zusammensetzung vorkamen. Das heißt, die Landesregierung erkennt das Gefährdungspotenzial hier überhaupt gar nicht. Und trotzdem, das haben Sie so gesagt in der Antwort auf unsere kleine Anfrage, die Gründe liegen der Landesregierung nicht vor, Herr Backhaus. Trotzdem gibt Minister Backhaus Entwarnung. Die hohe Zahl der Verstöße käme deshalb zustande, weil jeder kleinste Mangel aufgenommen wird, zum Beispiel jede abgefallene Fliese. Nun kann ich Ihnen sagen, dass die Gründe für diese Beanstandung bzw. für die Mängel in allen Bundesländern die gleichen sind oder die Kriterien die gleichen sind. Und dass die abgefallenen Fliesen nicht nur ein Grund zur Beanstandung in Mecklenburg-Vorpommern, sondern natürlich genauso in allen anderen Bundesländern auch sind. Aus der Haltung, dass in Mecklenburg-Vorpommern besonders viele Fliesen von der Wand abfallen müssen. Aus der Haltung Ministers klingt aber auch ein wenig heraus, die Verstöße werden schon nicht besonders schlimm gewesen sein, denn die meisten Beanstandungen betreffen ja nur die Eigenkontrolle, zum Beispiel die fehlende Temperaturaufzeichnung. Und das, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, das, obwohl dem Ministerium die Mängel angeblich gar nicht bekannt sind, die Ursachen für die Mängel. Die Eigenkontrolle ist aber die vielleicht wichtigste Säule bei der Lebensmittelsicherheit. Denn nicht die amtlichen Kontrolleure stehen täglich in den Küchen und kontrollieren, was dort passiert, sondern das ist das Hygienemanagement vor Ort in jeder einzelnen Schulkantine, bei jedem einzelnen Essensanbieter. Ich möchte nochmal zurückkommen auf mein eingangs genanntes Beispiel, die kontaminierten Erdbeeren. Damals waren Noroviren die Ursache, die vermutlich bereits in China in das Essen gelangt sind, was schon schlimm genug ist. Aber erkrankt sind nur die Schülerinnen und Schüler, in deren Kantinen die Erdbeeren nicht ausreichend erhitzt wurden. Die funktionierende Eigenkontrolle der Kühlkette und der korrekten Erhitzungstemperaturen sind also nicht nur ein Nebendetail. Und die Frage bleibt: Warum werden in Mecklenburg-Vorpommern, bezogen auf die gesamte Lebensmittelbranche, bei viel mehr kontrollierten Betrieben Verstöße festgestellt als im Bundesdurchschnitt und das bei einheitlichen Kriterien? Ich sehe hier keine Strategie für Verbesserung.
ebenso wenig wie beim Kampf gegen die enormen Zahlen von Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern in Mecklenburg-Vorpommern. Ein schneller Reflex könnte sein, und der ein oder andere neigt dazu, zu sagen, wir brauchen mehr Kontrollen, wir brauchen mehr Kontrolleure, wir brauchen härtere Strafen. Was, oder besseren Fliesenkleber. Was in anderen Fällen richtig sein kann, halten wir jedoch für verfrüht. Wir setzen stattdessen zunächst auf Transparenz und bessere Informationsmöglichkeiten. Eltern und Kinder sollten etwas ernster genommen werden, als sie mit einem Verweis auf abgefallene Fliesen von der Wand zu besänftigen. Eine differenzierte Aufarbeitung der Probleme ist hier das Mindeste. Die bisherigen Warnhinweise bei akuten Gefahren reichen nicht aus. Komplizierte Antragsverfahren, um nach dem Verbraucherinformationsgesetz die Ergebnisse einer konkreten Kontrolle zu erfahren, sind absolut unpraktikabel und vor allem auch Verbraucherinnen unfreundlich. Und sie sind aus unserer Sicht keine ernsthafte und keine praktikable Alternative zu den Vorschlägen, wie sie in unserem Antrag vorliegen. Wir verlangen nichts Unmögliches. Alle Kategorien, die wir im Antrag vorgeben, müssen von den Ämtern ohnehin erhoben und an das zuständige Bundesamt weitergegeben werden. Wir wollen lediglich zusätzlich eine Statistik, in der nur die Schul- und Kita-Versorger aufgeführt werden, was jedoch ein leichtes Unterfangen ist und nicht viel umfangreicher oder auch nicht umfangreicher als die Antwort auf eine kleine Anfrage eines jeden Abgeordneten. Wir freuen uns, dass Minister Backhaus sich jüngst wieder für eine Hygieneampel ausgesprochen hat. Nachdem eine bundeseinheitliche Regelung bis auf Weiteres an der Bundesregierung gescheitert ist, reicht es jedoch nicht, einfach nur eine Hygieneampel zu fordern, sondern wir müssen sie auch selbst umsetzen, denn darauf zu warten, dass die Bundesregierung noch irgendetwas bewegt, wäre, glaube ich, illusorisch an dieser Stelle. Das Land Nordrhein-Westfalen fängt darum bereits jetzt mit Modellprojekten für Restaurants und Cafés an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für so eine Kennzeichnung. Wir wollen keine verbindlich vorgeben. Wir vertrauen dem Verbraucherschutzminister, dass sein Ministerium eine zweckmäßige und faire Kennzeichnung entwickeln kann. Eine solche Kennzeichnung kann beispielsweise eine Plakette vor Ort sein, aber auch eine Ampel auf jeder Essensgeldrechnung, ähnlich wie wir das kennen von Stromrechnungen auch. Und ich komme zum dritten Punkt unseres Antrags, die Freiwilligkeit. Zurzeit gibt es viele juristische Auseinandersetzungen zur Frage der Veröffentlichung von Kontrollergebnissen. Es wird einige Zeit beanspruchen, bis hier eine Klärung erreicht ist. Deshalb gibt es, oder dies gibt uns aber die Gelegenheit zu prüfen, ob eine freiwillige Kennzeichnung nicht vielleicht auch schon ihren Sinn und Zweck erfüllen kann. Denn wenn die rechtlichen Fragen geklärt sind, können wir auf der Basis dieser Erfahrungen entscheiden, ob eine Verpflichtung notwendig ist oder ob die freiwillige Einführung bereits ausreicht. Denn wir glauben, Betriebe mit guten Ergebnissen werden dieses Instrument gerne benutzen, auch zur Eigenwerbung. Betriebe, die jedoch nicht veröffentlichen, müssen sich kritischen Nachfragen stellen, warum sie ihre Ergebnisse verstecken. Und wir glauben auch, dass gut informierte Verbraucherinnen und Verbraucher viel bei den Anbietern bewirken können. Aber man muss ihnen natürlich die nötigen Informationen auch zur Verfügung stellen. Der Antrag oder unser Antrag konzentriert sich in den ersten drei Punkten auf die Frage der Lebensmittelsicherheit. Natürlich ist das Ziel die gesunde und bezahlbare Ernährung an Kitas und Schulen und es ist damit umfangreicher. Ist den Kolleginnen von SPD und CDU eigentlich noch gar nicht aufgefallen, dass sie ihre eigene Entschließung aus dem Jahr 2008 oder dass die Entschließung aus dem Jahr 2008 von der Landesregierung bisher ignoriert wurde, dass nach 4,5 Jahren immer noch nicht einmal ein Zeitplan für das Konzept einer gesunden Kita- und Schulverpflegung vorliegt? Wird dieser Frage von Ihnen überhaupt gar keine Priorität eingeräumt? Oder gab es uns nicht bekannte unvorhergesehene Schwierigkeiten dabei? Wer ist in der Landesregierung eigentlich überhaupt dafür zuständig? Minister Backhaus? Ministerin Schwesig oder Minister Brotkorb? Wir fordern noch nicht einmal ein Konzept, sondern wir wollen einen Zeitplan zur Umsetzung dieses Konzeptes. Und damit wollen wir Sie freundlich erinnern. Aber auch das ist nur ein weiterer Schritt. Die gesunde, ökologisch und möglichst regional erzeugte Schul- und Kita-Verpflegung muss für alle mittelfristig das Ziel sein.
hygienisch einwandfreie Zustände, sowohl in den Kantinen der Schul- und Kita-Verpflegung als auch bei den Anbietern, ist dafür jedoch nur die Grundlage. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich ziehe den Antrag natürlich nicht zurück, aber ich möchte doch die Gelegenheit noch mal nutzen, mit dem einen oder zu dem einen oder anderen Argument noch das eine oder andere zu sagen und auch mit der einen oder anderen Frage aus dem Frage-Antwort-Spiel Backhaus-Berger vielleicht zu beantworten. Zunächst einmal, die hohe Zahl der Verstöße ist ein Zeichen für die guten Kontrollen, war eines der Argumente, das ich hier in mehreren Redebeiträgen entnehmen konnte. Im Umkehrschluss, also die Frage, bedeuten geringe Verstoßzahlen, sind sie ein Zeichen für schlechte Kontrollen? Und wenn die Polizei täglich 100 Morde aufklärt, ist das auch ein Zeichen für eine besonders gewaltlose Gesellschaft? Das Ziel muss natürlich sein, wir haben einen hohen Kontrolldruck und trotzdem niedrige Verstoßraten. Wenn der Minister sagt, es gab seit dem Jahr 2010 lediglich 2 nachgewiesene Erkrankungsfälle mit insgesamt 27 Betroffenen, so sind wir natürlich froh, dass das so ist. Und wir wollen auch, dass die Zahl tatsächlich so niedrig bleibt. Wir können aber mit Sicherheit von einer Dunkelziffer ausgehen. Und, Herr Backhaus, können Sie sagen, wie hoch die Dunkelziffer in Wahrheit tatsächlich ist? Ein Nachweis, dass Erkrankungen auf bestimmtes Essen zurückzuführen ist. Ein Nachweis, dass Erkrankungen auf ein bestimmtes Essen zurückzuführen ist, ist oftmals schwierig. Selbst bei der Erkrankungswelle im Oktober 2011 mit 11.000 Betroffenen dauerte es einige Tage, bis der Essensanbieter in Verdacht geriet. Und ich möchte nochmal einige Zahlen vorlesen. Ich hatte gehofft, dass ich Ihnen das ersparen kann, aber da der Minister immer mit so niedrigen Zahlen agiert, tut es mir leid und ich muss mal die hohen Zahlen rausholen. Und zwar geht es um die meldepflichtigen Infektionskrankheiten aus dem Jahr 2010 und 11, je 100.000 Einwohner, und die Quelle ist dabei das Robert-Koch-Institut. Es geht um meldepflichtige Krankheiten, zum Beispiel um den Norovirus. Im Bund waren im Jahr 2010 171 Personen je 100.000 Einwohner betroffen, in Mecklenburg-Vorpommern doppelt so viele, 338.000. Im Bund waren im Jahr 2011 142 Menschen betroffen, in Mecklenburg-Vorpommern 297. Das ist bundesweit der dritthöchste Wert. Bei den Rotaviren gestaltet es sich ähnlich. Im Bund waren im Jahr 2010 66 Menschen betroffen pro 100.000 Einwohner. In Mecklenburg-Vorpommern 135. Im Bund im Jahr 2011 66 Menschen von 100.000 Einwohnern, in Mecklenburg-Vorpommern 193, der bundesweit zweithöchste Wert. Salmonellose bundesweit erkrankt im Jahr 2010 30 Menschen pro 100.000 Einwohner, in Mecklenburg-Vorpommern 44. Im Jahr 2011 30, in Mecklenburg-Vorpommern 51, das ist bundesweit der dritthöchste Wert. Von den E. coli-Bakterien bundesweit im Jahr 2010 7 Menschen erkrankt, in Mecklenburg-Vorpommern 18. Im Bund 2011 10 Menschen erkrankt, in Mecklenburg-Vorpommern 36,8, auch hier wieder bundesweit der dritthöchste Wert. Und auf Ihre Fragen, die allermeisten dieser Fälle betrafen Kinder. Und natürlich sind das Probleme, die auch mit Hygiene zu tun haben. Und in Mecklenburg-Vorpommern haben die Viren es bedeutend schwerer, auf den nächsten Menschen überzuspringen, als es wahlweise im Ruhrgebiet der Fall ist. Und trotzdem haben wir hier diese eklatant hohen Zahlen. Die hohe Zahl hängt natürlich zusammen mit der hohen Anteil der Kita-Versorgung. Aber bei tausenden Erkrankungen von Kindern pro Jahr finden wir, hier muss man zumindest über Verbesserungen nachdenken dürfen. Zusammenfassend kann ich also sagen, wir haben überdurchschnittlich viele Hygieneverstöße in der Lebensmittelbranche. Wir haben außerordentlich hohe Zahlen von Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben sehr hohe Verstoßzahlen oder Beanstandungszahlen bei der Kita- und Schulverpflegung.
Das ist genau der nächste Punkt, die unverantwortliche Panikmache. Das ist ein klassischer Vorwurf an den Grünen, wir kennen das. Egal, ob es um den Bereich Atomkraft geht, Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, immer heißt es zuerst Panikmache. Und irgendwann wird dann aber doch überlegt, ob nicht etwas daran sein könnte. Und lautstark in Szene gesetzt haben sich in dem Punkt Lebensmittelsicherheit zuletzt andere. Wir fordern hier keine Sonderstaatsanwaltschaften und wir fordern auch keine drakonischen Strafen. Wir fordern lediglich ein besseres Informationssystem für Eltern und für Kinder. Denn ich möchte mich nicht jedes Mal auf Sie berufen müssen, Herr Backhaus, wenn ich das Ergebnis einer Überprüfung erfahren möchte. Im Verbraucher- und Informationsgesetz, § 2 Absatz 1, heißt es in der Tat, da haben Sie recht, jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- und Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktionssicherheitsgesetzes. Wie aber gelangt der Verbraucher, wenn er sich nicht auf Sie berufen kann, an die Information? Und da muss er einen Antrag stellen. Und das Gesetz sagt, der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, auf welche Informationen er gerichtet ist. Was bedeutet nun aber wieder hinreichend bestimmt für den Bereich Schul- und Kita-Verpflegung? Das ist natürlich nirgendwo zu finden. Die Antwort auf unsere Kleine Anfrage erklärt es aber. Man könne Informationen über einen konkreten Prüfvorgang für ein bestimmtes Kontrollobjekt einholen. Jetzt stellt sich für die Eltern wieder die Frage, was ist ein konkreter Prüfvorgang? Die einzelne Kontrolle, die Kontrolle oder die Nachkontrolle, die Betriebs- oder Laborkontrolle, alle Kontrollen eines Betriebes in einem bestimmten Zeitraum. Die Eltern müssen raten, ausprobieren und sich erkundigen. Und im besten Fall bekommt man dann nach circa 4 Wochen seine Informationen. Kurzum, das Verfahren ist so aufwendig, dass die wenigsten Eltern davon Gebrauch machen werden. Vermutlich wissen auch nur überhaupt sehr wenige Eltern, dass sie auf diesem Weg Informationen erhalten können. Wir möchten, dass die Statistik, die Sie ohnehin an das Bundesamt weitervermitteln, dass diese Statistik auch einsehbar ist für alle Eltern. Und dann komme ich zur Sinnhaftigkeit dieser Statistik. Weil er das muss an das zuständige Bundesamt. Das weiß ich. Aber Herr Koplin, auf Ihre Frage. Was nützt es den Eltern, wenn sie wissen, welche Verstöße gab es in dem Essensanbieter, bei dem Essensanbieter der Einrichtung meines Kindes, meines Enkelkindes? Der hat die Möglichkeit, dann über Gespräche mit dem Essensanbieter die ein oder andere Änderung zu bewirken. Man hat die Möglichkeit, Verträge zu kündigen, beziehungsweise bei der Neuausschreibung von Verträgen mit Essensanbietern darauf hinzuwirken, dass man sich einen Essensanbieter sucht, der transparent mit seinen Daten umgeht, mit seinen Kontrolldaten umgeht oder eben auch nicht. Meine Damen und Herren, Ostern steht vor der Tür. Sie alle können an jedem einzelnen Ei ablesen, wie das Ei produziert wurde. Genau diese Kennzeichnung wünschen wir uns auch auf Rechnung fürs Kinderessen für unsere Kinder.